Hallo zusammen. Mensch, ihr habt mich echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze so schnell geht. Wer nicht weiß, wovon ich rede, guckt mal ein bisschen nach unten. Ja, für die, wenn das Video noch aktuell ist, dann steht da unten jetzt eine Zahl von über 1000 Abonnenten. Wow. Erinnert ihr euch noch an das Video, an das letzte Video, wo ich gesagt habe, hey, es dauert noch ein bisschen, dann haben wir die 1000 Abonnenten und dann kommt ein Special? Davon bin ich ausgegangen, dass das einen Monat dauert, aber dass das jetzt schon passiert ist, wow, krass. Also ich danke euch, muss ich echt sagen. Vielen, vielen Dank. Das Video kommt allerdings erst dann, wenn es fertig ist, weil, hey, ich habe gedacht, ich hätte noch Zeit. Muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich lasse mir da auch die Zeit, damit es schön wird. Ich möchte das nicht einfach hinklatschen. Also ich denke, das könnt ihr verstehen und lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Es wird eine. Ein ganz besonderes Video und ich denke, das wird euch gefallen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um einen Bluetooth-Multiplayer. Es ist wirklich so oft gewünscht worden von euch und endlich komme ich mal dazu, ein Video dazu zu machen. Und das Ganze machen wir ein bisschen anders als sonst immer. Und zwar wird das eine dreiteilige Serie in Anführungszeichen. Es geht nämlich darum, dass wir aufgrund der Fußball-WM, die bald kommt, ein Ping-Pong-Spiel programmieren im Thema Fußball. Auch wenn ich nicht wirklich in Fußballstimmung bin. Aber hey, es ist trotzdem cool, ein Fußball-Multiplayer-Ping-Pong-Spiel zu programmieren. Ich erkläre es euch ganz kurz. Also, wir haben ja eigentlich zwei Handys und ein Ping-Pong-Spiel besteht ja auch aus einem Ball, aus einer Kugel und zwei verschiedenen, ja, die so hin und her gehen. Plattformen, sage ich jetzt mal dazu. Und der Ball geht immer von Plattform zu Plattform und die Plattformen müssen halt immer nach oben oder unten bewegt werden, damit der Ball auf die Plattform trifft. Und der Ball wird irgendwann immer wieder schneller und irgendwann trifft eben einer nicht mehr und verliert. Das heißt, der Ball geht sozusagen ins Aus oder in unserem Fall ins Tor. Ja, das wollen wir eigentlich programmieren. Das Ganze wird eben in drei Teilen aufgeteilt. Der erste Teil ist dieser hier. Da programmieren wir eigentlich nur die Engine, also damit das Ganze funktioniert, damit die Daten übertragen werden. Im nächsten Teil programmieren wir das ganze Ping-Pong-Spiel, also dass der Ball sich gescheit bewegt und dass wir das drumherum eben machen können. Und im dritten Teil zeigt euch der liebe Greenie, ein Teammitglied von uns, wie man einen Shop programmiert und wie man eben auch verschiedene Skins freischalten kann. Ich weiß, das haben wir bereits schon mal gemacht, aber es ist bereits veraltet und da gibt es mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten, das Ganze noch anzugehen. Und ja, ich denke, ihr werdet eure Freude haben. Und ja, ich würde sagen, das war ein sehr, sehr, sehr langes Intro und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Mitprogrammieren. So, nicht wundern, ich bin jetzt gerade nicht zu sehen. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ich brauche für dieses Tutorial zwei Geräte. Dementsprechend fällt eine Kamera weg. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, ist es jetzt natürlich nicht für immer so. Manchmal zeige ich mich nicht, manchmal zeige ich mich. Vielleicht habt ihr ja Glück und ich zeige mich nie wieder. Kommt ganz darauf an. Aber das soll jetzt nicht Sache sein. Wir möchten ja unser Ping-Pong-Spiel programmieren und dazu gehen wir hier unten auf das Plus und wir nennen unsere neue App einfach mal Ping-Pong Goal. Ich erstelle das Ganze im Querformat und gehe auf OK. Jetzt schauen wir ganz kurz nach, ob das Ganze auch im Querformat funktioniert. Ja, das tut es. Sicher ist sicher. Bei mir hat das Ganze irgendwie ein bisschen gebuggt, aber das ist kein Problem. Es funktioniert ja jetzt. So, was braucht ein Ping-Pong-Spiel? Es braucht zwei Plattformen und einen Ball. Den Ball programmieren wir erst im nächsten Tutorial, aber heute programmieren wir schon mal eine Plattform. Das bedeutet, wenn wir unsere Plattform auf dem einen Handy bewegen, soll die ganze Plattform auch auf dem anderen Handy bewegt werden. Ja, und das machen wir jetzt. Dazu brauchen wir natürlich unsere Plattform und deswegen erstellen wir uns eine neue Figur bzw. ein neues Objekt und das machen wir jetzt mal ganz schnell, damit es eben ein bisschen vorangeht. Wir sagen hier, wir möchten einfach in Pocket Paint kurz eine neue Plattform erstellen. Wir gehen hier auf OK. So, das Ganze habe ich jetzt eben als Bild reingezogen und ich benenne das Ganze Plattform A. Bevor wir weitermachen, ist es ganz wichtig, dass wir gucken, ob die Multiplayer-Einstellung aktiviert ist oder nicht. Deswegen gehen wir noch ganz kurz zurück, gehen mal in die Einstellungen und wenn bei euch dieser Haken hier nicht sitzt, dann müsst ihr den ganzen natürlich noch einstellen. Erst dann habt ihr nämlich diese Multiplayer-Erweiterung aktiviert. So, gehen wir noch mal kurz zurück in unsere wundervolle App und wir gehen jetzt mal
ja, in Plattform A. Und wir möchten natürlich unsere Plattform auch passend zu unserem Finger bewegen. Und das haben wir ja schon öfters gemacht. Ich zeige das Ganze aber natürlich nochmal, keine Sorge. Deswegen gehen wir hier einfach mal auf das Plus und sagen jetzt gleich, wenn der Bildschirm angetippt wird, soll so lange ein Skript ausgeführt werden, bis der Bildschirm eben nicht mehr berührt wird. Das heißt, wir nehmen hier unsere Wiederholen bis Schleife und sagen hier, wir gehen auf Sensoren, Bildschirm wurde berührt, ist gleich falsch. Also nochmal ganz kurz, der Bildschirm wird berührt und es wird dann sofort eine Schleife ausgeführt, die so lange durchgeht, bis eben der Bildschirm nicht mehr berührt wird. Und was packen wir in diese Schleife rein? Wir packen dort Folgendes rein, und zwar setze Y auf und dann fügen wir dort später eine Variable ein. So, und diese Variable, die müssen wir natürlich auch noch festlegen. Und warum es eine Variable ist, das ist in diesem Fall wegen des Multiplayers so. Und diese Variable setze ich ausnahmsweise mal im Hintergrund. Ihr könnt sie natürlich auch woanders festprogrammieren. Ich gehe auch hier wieder auf Wenn Bildschirm berührt. Und auch hier sagen wir wieder, das soll so lange ausgeführt werden, bis der Bildschirm eben nicht mehr berührt wird. Wir gehen also hier auf ist gleich falsch. Und hier sagen wir Folgendes. Wir möchten eine neue Variable einfach festlegen. Und zwar nennen wir diese jetzt einfach mal Position A. Und jetzt ist es ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht, hier unten das hier abhaken. Für alle Akteure, Objekte und Klone in allen Szenen von Projekten auf verbundenen Mehrspielergeräten. Ein verdammt langer Text für, ja, nichts eigentlich, aber gut, was soll's. Wenn ihr diese Option nicht seht, dann habt ihr diese Einstellung auch noch nicht festgelegt. Das heißt, ihr müsst auch nochmal in die Einstellung gehen. Und ganz wichtig, für iOS-Geräte funktioniert das natürlich leider auch nicht, denn die Version von iOS ist einfach schon absolut alt. Also da müsst ihr natürlich daran denken, das geht leider nur für Android-Nutzer und nur dann, wenn diese Einstellung auch tatsächlich aktiviert ist. Und wenn ihr diese Einstellung auch nicht findet, dann müsst ihr mal gucken, ob es ein Update dafür gibt. So. Genug gelabert, ich gehe hier einmal auf OK und wir setzen das Ganze hier eben auf die Position Y von unserer Bildschirmberührung. Mehr ist es nicht. Wichtig ist hier, auch wenn es vielleicht ein bisschen doof ist, wir müssen hier eine kleine Verzögerung einbauen. Warum? Ganz einfach, Bluetooth ist eben ein bisschen langsamer und es hängt ziemlich schnell, habe ich gemerkt, wenn wir keine Verzögerung einbauen. Deswegen sagen wir hier eine Verzögerung von 0,05. Das merkt fast kein Mensch, das ist schon flüssig, also eine flüssige Übertragung, aber Pocket Code hängt sich nicht so schnell auf. So, und eigentlich müssen wir jetzt nur noch Folgendes machen. Wir setzen den Y-Wert auf unsere Variable A und ja, dann gucken wir mal ganz kurz in die App rein. Und jetzt stellt ihr fest, Pocket Code möchte eure Bluetooth-Verbindung aktivieren, beziehungsweise Pocket Code möchte euer Handy öffentlich machen, also beziehungsweise für 120 Sekunden lang öffentlich in Bluetooth-Netzwerken in der Umgebung anzeigen. Das macht natürlich Sinn, denn ihr möchtet natürlich mit eurem anderen Handy oder mit eurem Kumpel, der halt sein Handy dabei hat, euch natürlich mit diesem Handy auch verbinden. Dazu müsst ihr euch erstmal finden. Ich überspringe das Ganze einfach mal und wir gucken mal ganz kurz durch und wir sehen jetzt schon, okay, ja, das ist noch ein bisschen zu groß. Das können wir natürlich ganz einfach anpassen, keine Sorge. Wir gehen hier einfach auf Setze Größe auf und jetzt sagen wir hier, machen wir einfach mal, ja, 40%. Und ganz wichtig hier, das möchten wir natürlich schon seit Szenenbeginn anfangen und nicht erst, sobald wir den Bildschirm berühren. Das heißt, es soll sofort von Anfang an 40% sein. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ein bisschen nervig ist das Ganze hier schon, ich gebe es zu. Und wir sehen schon hier, es funktioniert einwandfrei. So, jetzt müssen wir natürlich das Ganze auch nochmal ein bisschen verschieben und machen hier die Y-Werte auf 0. So, eigentlich ist das ganze Projekt jetzt fertig. Wir müssen jetzt nur noch unser zweites Handy mit diesem Handy verbinden. Okay, so, ich bin soweit. Ich habe das Ganze jetzt auch auf dem anderen Handy runtergeladen. Und wir starten jetzt einfach mal beide Apps, hätte ich gesagt. Und dann sehen wir auch gleich schon unser kleines Problemchen. Und jetzt möchten beide Handys für 120 Sekunden erstmal in den Bluetooth-Netzwerken in der Umgebung angezeigt werden. Ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht.
Ihr müsst oben in eurem Rollladen euch mit eurem Handy per Bluetooth erstmal so verbinden. Beziehungsweise mit eurem Kumpels Handy oder ihr wisst, was ich meine. Mit dem zweiten Handy müsst ihr euch erstmal normal verbinden, bevor ihr in Pocket Code das Ganze in Verbindung setzt. Wenn ihr das nicht gemacht habt, funktioniert es für gewöhnlich erstmal gar nicht. So, wenn ihr aber euch erstmal gekoppelt habt, ganz normal per Bluetooth, dann könnt ihr in Pocket Code gehen und das Ganze hier auf Zulassen drücken. So, jetzt werden hier ganz viele verschiedene Adressen angezeigt und ich wähle hier aber mal mein eines Handy aus. Bei mir heißt es in dem Fall mysteriöses Handy und mein anderes Handy heißt eben ein weiteres mysteriöses Handy. Wer hätte das gedacht? Ja. Ich gehe hier drauf und wenn alles funktioniert, dann sind beide Handys soweit und ihr seht schon, ich habe nur einmal auf einem Handy verbinden gedrückt und beide Handys werden auf einmal gestartet. Und wir werden jetzt gleich merken, dass das Ganze noch nicht übertragen wird. Warum nicht? Es ist ganz einfach, wir haben ja für unsere App, für unseren ersten Spieler, die Plattform bewegbar gemacht, nur dann, wenn wir den Bildschirm berühren. Das heißt, wenn wir den Bildschirm berühren, dann wird das Ganze auch bewegt. Ja, das bedeutet im Endeffekt, wir müssen in einer App das Ganze mal umändern und das machen wir jetzt auch. Bei unserem Handy B sagen wir wiederholen jetzt vorerst fortlaufend, das können wir später nochmal ändern und das können wir rauslöschen und jetzt müsste das Ganze auch übertragen werden. Wir versuchen das Ganze eben nochmal und wenn jetzt alles gut gelaufen ist, sehen wir schon, ich gehe mit einem Handy hoch und runter und die Plattform bewegt sich auch relativ flüssig auf dem anderen Handy. Und genau das wollten wir erzielen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Ping-Pong-Spiel langsam, ja, in Form bringen. Bis dann, ciao!